Singa. Singa, komm. Komm, Singa. Hier, komm. Und Simon. Ups. Singa. Singa. Und Simon. Komm, Simon. This is Uncle Simon. Is going down, 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 downhill very much so. And we will go back to the house up there. Hallo, heute gibt es bei Lady Paper Moon mal eine kleine ungewöhnliche Einführung, weil ich habe heute am 1. Februar 2022 eine Message bekommen von Max LQ. Ich weiß nicht genau, warum ich sie bekommen habe oder wer das genau ist, aber hier steht Gonge Xinyan, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, oder auch ein frohes neues Jahr. Heute beginnen über 1,4 Milliarden Chinesen das chinesische Neujahr, das Jahr des Tigers. Der Tiger zeichnet sich vor allem durch Energie, Mut und Kampfeslust aus. Dabei hat er aber auch eine leidenschaftliche Seite. Für das neue Jahr heißt das, es steht ein Jahr voller Veränderungen an. Positive Veränderungen. Denn der Tiger beschert uns mit seinem Tatendrang und seiner Impulsivität endlich wieder den Mut, fokussiert zu sein und unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Was steht da dann noch? So ist es auch wichtig, dass Ihre Gesundheit stets
stets mit H, im Auge haben. Dabei sollten Sie sich nicht nur Ihre körperliche, aber auch um Ihre seelische Gesundheit kümmern. Boah, da sind viele Fehler drin. Ist egal. Bla bla bla. Auf jeden Fall, Leute, positive Veränderungen, denn wir bekommen durch den Tiger Tatendrang und Impulsivität. Das ist doch cool. Wir haben wieder den Mut, fokussiert zu sein und unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ich hoffe nur, das gilt auch für uns Europäer, die wir keine Chinesen sind. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant hier mit diesem Jahr des Tigers. Finde ich schön. Das ist einfach motivierend. Und wenn ihr euch fragt, was ich jetzt hier schon wieder mache mit der Matrioschka-Form, ist mir noch was eingefallen, weil ich am Aufräumen war und es ist immer das Gleiche. Ich versuche aufzuräumen, dann fallen mir von vergangenen Projekten, in dem Fall wieder Matrioschka-Ausschnitte, fällt mir in die Hände und dann überlege ich, was kann man jetzt damit schnell noch machen? Und heute ist mir eingefallen, wir haben ja alle Washi-Tape, ne? Oder die meisten von uns. Und warum nicht eine Matrioschka? Ich habe mal hier heute die Farbe grün. Ingrid, für dich grün, schau. Die süße Ingrid. Und da mache ich jetzt ein bisschen Kleber drunter oder habe ich schon gemacht. Und jetzt geht es immer darum, die Anfänge zu finden. Ich fummel hier schon wieder. Fummel mal hier, dann könnt ihr das sehen. Weil ihr müsst wirklich diese Washi-Tapes aufbrauchen. Ich habe das schon öfter gesagt, die werden einfach alt. Bei uns ist gerade der Schornsteinfeger da. Das heißt hier in Österreich Rauchfangkehrer. Und der hat sich erdreistet zu klingeln. Und die Kalinke hat sich sowas von aufgeregt. So, jetzt mache ich einfach hier die Washi-Tapes übereinander, untereinander. Die könnte man auch vertikal machen. Ich mache das jetzt mal horizontal, weil das die runde Form, siehst du, das passiert nämlich dann. Ja, weil das die Dickbäuchigkeit etwas unterstützt von unserer Matrioschka. Und ich mache das für das hier. Habt ihr schon gesehen? Ich habe ja gesagt, da müssen ein paar Seiten gestaltet werden. Und ich habe jetzt einfach mal gemessen, wie groß die sein müsste für dieses Journal. Und dann habe ich da mal schnell eine gefummelt. Das hier ist so schön glitzer, ne? Aber das klebt mit am schlechtesten von allen. So. Noch mal ein bisschen nachklebern hier. So, was haben wir noch nicht? Ach ja, wir haben ja das Jahr des Tigers. Dann haben wir hier ein passendes Tape. Obwohl ich weiß nicht genau, Roar, Brüllen, macht das ein Tiger auch? Oder ist das eher für den Löwen vorbehalten? Das weiß ich jetzt nicht genau. So, was haben wir noch nicht? Das hier. Jetzt noch eins. Da könnte man sowas Dunkles hier unten hin machen. Da ist echt immer so ein Gefummel.
Schief ist es auch geworden, aber das macht uns ja nichts. Wir sagen immer, das trägt zum Charme bei. So, wenn man das jetzt ausschneidet und das hier als Oberteil nimmt und auch entsprechend mit Grün. Na, ich fummel mal ein bisschen, dann zeige ich euch. So aufgeklebt habe ich die jetzt schon mal, den unteren Teil. Und jetzt schaue ich mit den Aquarellfarben. Bevor ich den Kopf aufklebe und das Tuch vielleicht ein bisschen Hintergrund gestalten. In Wahrheit sind natürlich für solche Anstreicharbeiten die Aquarellfarben nicht unbedingt gedacht. Aber wenn wir die schon haben, können wir die ruhig auch nehmen. Und warum nicht auch dafür? Ist natürlich jetzt wieder überhaupt kein Aquarellpapier, sondern es ist dieses Insert, was ich euch schon gezeigt habe von diesem Freestyle Cover Journal. So. Das taugt natürlich nicht wirklich, aber sieht schon mal besser aus als vorher. Und okay, gehen wir hier auch den Rand noch. Das mit dieser Perforation hier. Ich hoffe nur, dass die sich jetzt nicht löst durch die Nässe. Und wenn wir das eh schon haben, könnten wir ja auch den oberen Teil so eine Grundfarbe geben. Lass mal gucken, so ein bisschen hell einfach, dass wir da mit Stiften noch drüber können. Aber dann ist schon mal was da, das ist immer leichter, da muss man nicht von null anfangen. Obwohl natürlich die Linien, die hier auf dem Blatt sind, sind auch schon da. Von dem Dunklen noch was hier rüber. So. Okay, lassen wir trocknen und dann schauen wir weiter. Und die hier, die wollte ich ja eigentlich neulich machen mit Acrylfarben. Den Umhang oder Vorhang hätte ich jetzt was gesagt. Den Kopftuch ist eher ein Umhang, ne? Aber jetzt, wo ich schon die Aquarellfarben im Betrieb habe, machen wir sie mit Aquarell. Sehr vorsichtig hier. Hier unten etwas dunkler machen. Und hier mit drüber malen. Guck mal, ob ich da so reinmalen kann. So. Ja. So, jetzt die andere Seite, da könnten wir einfach mal ein anderes Blau nehmen. Lackblau heißt die Farbe. Mal schauen. Okay. Ist mehr Lila drin, ups. Na komm. Ich versuche hier den Faltenwurf, den ich mir vorstelle, dass so ein großes Tuch wirft. Da bleibe ich einfach mit der Pinselführung in der Richtung irgendwie so. Ra
Rauchfangkehrer macht ein bisschen Lärm. Jetzt nehme ich ein ganz klein bisschen Schwarz. Ganz klein bisschen in den blauen Pinsel rein. Und guck, hier ist irgendwas am Papier. Entweder ist da mal ein Kleber draufgekommen. Das kann schon sein. Seht ihr, hier macht es so einen weißen, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Dann nimmt es die Farbe nicht an. Ja. Ist halt so. So. Jetzt Pinsel etwas leicht auswaschen. Nicht alle blaue Farbe raus. Und hier oben ein bisschen verblenden. Ja. Okay. Was wir jetzt noch machen können, was ist denn das dunkelste Blau? Ist eh dieses Lackblau, ja. Ich gehe jetzt nochmal hier drüber und versuche. Nee. Das will irgendwie nicht weggehen hier. Egal. Jetzt gucke ich, ob ich der hier nochmal so einen Rand verpassen kann mit dem dunklen Lackblau. Dann brauchen wir da auch gar keine Stempelfarbe mehr und nichts. Und hier unten male ich einen Strich rüber, weil das Weiße wollen wir dann abschneiden. Das brauchen wir nicht. So. So. Und hier, da kann man echt nichts machen, ne? Ich kann einmal versuchen mit richtig stark Pigment. Ist bestimmt Kleber draufgekommen. Und dann nimmt es die Farbe jetzt nicht mehr. Okay, lassen wir sie so. So gut. Einmal trocknen, bitte. So, next. Ihr wisst ja, ich habe euch neulich gezeigt, diese Süßigkeit hier, die man nicht essen kann. Wieso ist jetzt da ein QR-Code drauf? Ach so, wahrscheinlich eine Anleitung, weil mit der Anleitung hier, da komme ich nicht wirklich klar. Ich meine, ich habe das versucht. Es ist auch teilweise klar geworden, nur hier, was da jetzt steht zum Beispiel, das... Ja, ist selbsterklärend. Einfach finde ich jetzt gerade nicht dieses Tool. Ja, wo ist es denn? Aufräumen, Madame. Aufräumen. Nee, finde ich gerade nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe das schon mal angefangen mit den Stempeln zu machen. Und zwar geht es total einfach. Warte, ich suche schnell das Tool. Hab's gefunden hier. Und so, ich habe einen Stempel, habe ich schon gemacht. Der sieht so aus. Also müsst ihr euch vorstellen, das war hier die Platte, die war so. Und ich habe, da war hier noch gar nichts, diese Vögel überhaupt noch nicht da. Da habe ich einfach hier so eine Linie rumgemalt, weil ich wollte eine hohe florale Darstellung. Und natürlich sind diese Stempel nicht zu vergleichen mit denen, die wir kaufen, die Silikonstempel und so, die so ganz fein und filigran gearbeitet sind. Da ist das hier schon derb und grob, aber irgendwie trotzdem ist es cool. Man könnte es ja auch malen jedes Mal, aber es sieht wirklich anders aus. Und dann habe ich den angefangen auszuschneiden. Von der Seite sieht das so aus. Und die Ecken, diese Kanten hier, die habe ich mit dem Cuttermesser einfach so abgenommen. Und den Rest mit dem Tool, aber mit dem hier, da warte ich mal, weil das hier, das ist halt doch, das sieht man auch, ne? Das ist echt schon älter. Und irgendwie,
ging das nicht so ganz, wie ich wollte, obwohl das Material ist wirklich butterweich. Ich habe sonst mit diesem Material, das zeige ich euch auch mal, also nicht mit diesem Material, mit diesem Tool hier, mit diesem Werkzeug, habe ich einen normalen Linoleumschnitt gemacht früher. Hier, da hat mich dann die Kraft verlassen, weil das ist echt, das ist sowas von steinhart. Ich hoffe, dass es da inzwischen weichere Materialien gibt, auch im Linoleumbereich. Und da habe ich zum Beispiel so ein Blatt hier, eine Fliese, die ich gemacht habe, habe ich dann nochmal als Stempel gemacht. Das ist auch eine Fliese, die verläuft praktisch. Die können wir mal versuchen, mit den Inkpads zu stempeln. Hier eine andere. Und hier dieses Etruskerpferd. Das habt ihr schon gesehen. Das nehme ich auch zum Jellyprinten. Aber wie gesagt, darauf hatte ich echt keine Lust mehr, weil das ist für mich einfach zu hart. Da hatte ich früher offensichtlich mehr Kraft für. Dann habe ich nach einer Alternative geschaut und habe dann diese hier Candy-mäßigen, die gibt es auch in hellblau. Also diese obere Farbe ist, glaube ich, nur aufgedruckt, damit man sieht, was man runternehmen muss beim Arbeiten. Und wenn man das dann aufdruckt, sieht das so aus. Einmal in braun auf teegefärbtes Papier. Und einmal in Schwarz auf weißes Papier. Und ich habe sogar hier in unserem Freestyle-Buch habe ich hier den Vogel drauf gemacht. Und weil der ja mit Bleistift gezeichnet war, habe ich da Fixativspray drauf getan. Also die erste Schicht war fixativ, das war dann leer. Und die zweite, da habe ich das gut trocknen lassen. Und zweite Schicht habe ich einfach Haarspray drauf. Mal gucken, ob das riecht. Ja, ganz leicht nach Haarspray. Müsst nur darauf achten, das nicht einzuatmen, gell? Weil ich habe mal gehört, weiß nicht, ob das stimmt, ich habe gehört, dass wenn man Red Bull trinkt, dass da Substanzen drin sind, die bis zu 7 Jahren im Körper drin bleiben. I don't know, ob das stimmt. Und das Haarspray, wenn man das viel einatmet, dass sich das in der Lunge festsetzt und auch da nicht mehr rausgeht oder viele Jahre nicht mehr rausgeht. Also draußen machen oder mit dem Näschen wegbleiben erstmal und dann gleich woanders hingehen und dann wieder atmen. Und hier habe ich den ersten Entwurf. Das war der erste Print. Das seht ihr den Unterschied. Weil wenn ihr das einmal grob ausgeschnitzt habt, wie ihr euch das so vorstellt und macht dann einen Probedruck, dann könnt ihr schon sehen, hier hat es nicht gut gedruckt zum Beispiel. Aber das habe ich einfach nicht fest genug gedrückt. Und dann fand ich die Blümchen hier, die fand ich da ein bisschen fad und habe die dann im Nachhinein nochmal ausgecarved, weiß nicht, wie man sagt auf Deutsch. Und dann ist das dabei rausgekommen. Also das ist ganz schön, das ist auch fun, das ist schön meditativ, das kann man in Ruhe machen, schöne Musik an oder ein Podcast oder Hörbuch. Und schon kann es losgehen. Und ihr habt ja auch gesehen auf dem Foto, das sind dann jede Menge von diesem Gummizeug, ist dann übrig. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie habe ich das da drauf bekommen? Das ist gar nicht schwer. Ihr malt euch einfach eure Vorlage. Habe ich hier auch irgendwo. Was ist die das? Ja, das ist eine davon. Das ist jetzt, glaube ich, nicht genau die. Oder ist die das? Nee. Jedenfalls, ihr malt euch das mit Bleistift. Und da könnt ihr entweder nur die Konturen malen oder ihr malt das ganze Motiv. Und dann, das ist jetzt spiegelverkehrt, da muss irgendwo ein anderes sein, ist egal. Dann legt ihr das auf diese Platte drauf. Und dann habe ich, weil ich ja keinen Bone Folder habe, habe ich mit der Schere, habe ich das so ganz fest gedrückt. Ich kann euch das mal zeigen, vielleicht mit einem anderen Beispiel. Das ist das hier zum Beispiel. So habe ich das so drauf und dann so richtig poliert, ganz feste gedrückt. Und das könnt ihr auch sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, mach mal hier,
oder hier in die Ecke. Wenn ich jetzt hier so einen Kreis mache, so zum Beispiel, und gut Graphit drauf gebe, und dann gehe ich auf die Platte und drücke da ganz dolle. Vielleicht muss man auch gar nicht so fest drücken, ich wollte halt sicher gehen, deswegen habe ich fest gedrückt. Dann druckt das einfach ab. Schau. Und so könnt ihr euer ganzen Blumenmuster oder hier die Birdies, die habe ich erst aufgemalt, dann hier draufgelegt und schön feste gedrückt und dann hatte ich den kompletten Abdruck. Und da bin ich dann einfach nochmal mit so einem Triple Spall M von Stadler mit so einer Gel, Kuli, whatever meine, bin ich dann nochmal außen rum gefahren. Und dann wollte ich schon anfangen hier. Da mache ich erst die Konturen von dem Motiv und die Flächen, die mache ich dann nachher. Und dann halte ich das so ein bisschen schief. Dann habe ich eine breitere Schneidfläche. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Aufsätze und es gibt auch so richtig breite Schaufeln, wo ihr die leeren Flächen dann ruckzuck einfach loswerden könnt. Aber ich mag mit dem jetzt hier irgendwie nicht mehr arbeiten. Das ist einfach schon zu stumpf. Was ich probieren könnte, ich könnte versuchen, dass ich es vielleicht schärfe. Aber mit was komme ich da rein? Mit einer alten Nagelfeile vielleicht? Aber ob die das dann schafft? So. Ja, müsste man mal probieren. Mit den Schneideschlitten von dem Schneidebrett geht das. Jetzt habe ich es dann entweder ganz versaut oder es hat was geholfen. Ich müsste halt in diese Rundung hier unten vor allem rein. Das ist der... das Ziel der Begierde oder wie man es sagt, keine Ahnung. Aber da komme ich nicht rein. Jetzt mal gucken. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das besser geht als vorher. Wenn ich da mal ein bisschen fester drücke, damit ich ein größeres Stück rauskriege. Also wie gesagt, das Material ist wirklich butterweich. Und es sollte auch mit einem etwas stumpfen Werkzeug vielleicht zu machen sein. Mal schauen, vielleicht suche ich doch, wo die anderen Aufsätze sind. Aber die sind halt genauso stumpf. Ein neuer Satz wäre gut. Ich glaube auch nicht, dass das sehr teuer ist. Nur dann brauche ich bestimmt auch wieder eine neue Handle, weil das dann nicht mehr passt. Weil so lassen die sich einfach, lässt sich das hier aufschrauben. Und dann kann man das rausnehmen. Oh, ist das etwa auch eine Spitze? Zeig mal. Das ist ja gut, dass wir das jetzt zusammen probieren. Nee, das ist keine. Nee, da geht gar nichts. Aber jetzt habe ich gedacht, versteht ihr, wie ich meine? Das ist... Nein, es muss ja auch tiefer rein. Gut, dann nicht. Mal schauen, weiß ich jetzt nicht. Werden wir was machen. Und wenn wir schon bei dem Buch hier sind, habe ich noch was gemacht. Hier, das Gummibaumblatt aufgenäht auf gepunktetes Papier und einmal außenrum genäht. Und das wäre natürlich jetzt auch wieder eigentlich ganz schön, wenn man das mit Hand nähen würde, weil da könnte man wieder so ein Wimperngarn nehmen. Dann hätte man wieder den extra Kuschelfaktor. Ihr wisst ja, ich habe es gern kuschelig. Und hier einmal mit Hand rumnähen ist auch nicht so die große Sache. So, wie geht's denn jetzt unserer Matroschka? Matrioschka? Ja, das ist einigermaßen trocken. Und das Oberteil dazu. Mhm.
Ja, müssen wir nur noch ein Gesicht bauen und vielleicht mit den Farbstiften diese Ornamente ein bisschen. Aber sieht nicht so schlecht aus, dafür, dass es Washi-Tape ist. Ja, können wir schauen. So, das war es erstmal für heute. Heute mal ein etwas kürzeres Video. Ich muss auch wirklich hier mal jetzt für Ordnung sorgen, damit es hier weitergehen kann. Und da bin ich natürlich noch am Überlegen, ob ich mit dem hier doch noch was mache. Vielleicht mit weißem Faden hätte ich schon Lust, hier außen rum zu nähen. Also ganz kleine Formen, das kriege ich warte mal kurz, Elia, hast du gemessen? Nee. Mach das bitte Mach schon. ich nicht. Ja. So die ganz kleinen Förmchen hier, diese außenrum mit der Nähmaschine und mit dem sterrigen Blatt hier, das ist vielleicht nicht so einfach. Aber so eine große Form, das wäre bestimmt schön. Oder hier. Ja, wenn mich der Hafer sticht, mache ich das. Problem dabei nur, die Nähmaschine hat schwarzen Faden drin im Moment. Das heißt, den müsste man wechseln. Sollen wir das machen? Ja, mal schauen. Okay, das war hier einfach nur ein Quick Update. Heute gibt es ein etwas kürzeres Video vom Tisch hier. Dafür gab es ein längeres Intro mit unserer Umgebung. Und habe ich euch ein bisschen mit in den Wald genommen, wie ihr gesehen habt. Heute ist, wie gesagt, der 1. Februar und es hat geschneit tatsächlich. Heute Morgen ganz früh. Aber jetzt, wenn ich rausgucke aus den ganzen Fenstern, hier hat es aufgehört zu schneien. Gott sei Dank. Ist immer so. Wir hatten jetzt einen Traum Januar und überall war Schneechaos. Nur hier bei uns in der Weststeiermark, also im Süden von Österreich, hatten wir wirklich traumhaftes Wetter. Und manche Tage 13, 15 Grad sogar. Echt toll. Dann war es wieder Kälte, aber trotzdem sonnig. War echt gut das Wetter. Super. Und hier in der Nähe, so auf 100 Kilometer Entfernung in Kärnten drüben zum Beispiel, war Fettschnee. Und heute Morgen dachte ich, okay, jetzt ist der Schnee auch bei uns angekommen, hat sich rumgesprochen, dass hier Schnee fehlt, aber die Sonne kommt raus. Und ja, was soll ich sagen, ein neuer Tag im Paradies. Macht's ganz gut, wir sehen uns bald. Ciao, ciao.